die Bamberger und ihr Sandkerber. Da brauche ich, glaube ich, kaum erzählen, was das ist. Das weiß ja jeder sowieso. Ich habe neulich einmal im Keller ein wenig gestöbert und da habe ich in der Hinterlassenschaft von meinem Papa habe ich noch in einem Karton ein paar alte 6x6 Farbnegativ-Filme gefunden und habe die gescannt und habe dann festgestellt, Menschenskinder, das sind ja Bilder von der Sandkerwa, so, ich schätze mal, so um 1970, in den 70er Jahren aufgenommen. Und die Bilder, die sind mir das wert, euch einmal zu zeigen und einmal sich zu erinnern, wie es damals so gewesen ist. Da sehen wir die damalige Einflugschneisen zum Festgebiet, die Markusbrücken. Und auf der Brücken, da marschieren natürlich, wie das so bei jedem Festler bei uns auf jeden Fall gang und gäbe ist, erst einmal eine Blasmusik. Die frisch rausgeputzten Madler und die Frauen von den Trachtenverbänden, die freuen sich natürlich auch, dass sie mal ein wenig ihren Auftritt haben. Und auch der Bamberger Reitverein macht mit seinen Reiter der Sandkerwa seine Aufwartung, wahrscheinlich auch in Erinnerung an die Ulanen, die draußen in der Nürnberger Straße mit ihrer Gäuel vor 100 Jahren stationiert waren. Und wenn bei so einem Festler alle zusammenkommen, dann dürfen natürlich auch die Gärtner nicht fehlen. Aber zu der Gärtnersfrau, da komme ich dann später noch einmal. Und da tue ich das ein wenig detaillierter euch erklären. Die Hauptschlagader von der Sandkerwa, das ist natürlich die Sandstraße, was man hier da sieht, festlich geschmückt. Und anhand von den Autos, da vorne ist ein VW-Käfer, dahinter oben Kadett. Und ganz hinten sieht man ein VW Bus de Bulli 1, eine Rarität heute. Also da kann man dann schon wirklich ein wenig zuordnen, dass das so in den 70er Jahren gewesen sein muss, die Aufnahmenserie, die da entstanden ist. In der Sandstraße, da ist es natürlich damals ein wenig lockerer zugegangen, aber wenn man bedenkt, die letzten Jahre, was da alles los war, da haben sie sich alle durchgequetscht und durchgequält und man hat kaum mehr schnaufen können. Aber dieses Gedränge, das hat ja jeder gewollt und ja jeder war da glücklich und hat sich immer wieder gern daran zurückerinnert, an die Sandkerwa. Die Kraftsportler aus Hallstatt, die freuen sich da auch bei der Sandkerwa, vielleicht einmal unter Publikum einen sanft aufs Kreuz legen zu dürfen. Na, mein Papa, der hat auch gern schöne Frauen angeschaut und denen hinterher geschaut und da hat er natürlich einmal von den rausgeputzten Trachtendamen eine Detailaufnahme gemacht. Hier sehen wir den Altbürgermeister Anton Hergenröder und später den Präsident vom Altenburgverein, wie er von einer Humsera wahrscheinlich ein Festzeichen an sein Revierkäft kriegt. Die Humseras, so hat man die Gärtnerweiber genannt. Und hier sehen wir sie in ihrer Festtagstracht, aber auf dem Feld, wenn die geerbert haben, da haben sie natürlich was anderes abgehabt. Auf dem Feld, da war denen ihr Rock natürlich gar nicht so eng anliegend, auch ein bisschen so wie ein Reifrock, ein wenig ausladend, weil das waren nämlich die Stehbrunzer, weil die Gärtnersweiber, die haben ja dann auch rationell erben müssen und da haben die sich dann nach dem Schwerkraftprinzip praktisch entwässert auf dem Feld. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, ob es ein Märchen ist oder wirklich Wahrheit, aber früher hat man sich gesagt, dort, wo die dann aufs Feld hingepinkelt haben, da sind dann an den Stellen die Süßholzwurzeln ziemlich dick gewesen. Da kommen wir jetzt zum Festzug der Honoration. Wir sehen ganz rechts den eigentlichen Macher von der Sandkerwa, den Malermeister Franz Albinger. Und daneben links wiederum den Altbürgermeister Anton Hergenröder beim Einzug ins Sandgebiet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie damals mit meiner Wilma, so habe ich immer zu meiner Mama gesagt, 1960, also die Sandkerwa besucht hat, da war eine sternenklare, laue Nacht und da haben wir dann aufgeschaut zum Firmament und haben diesen russischen Sputnik 5 als kleinen wandernden Stern beobachten und natürlich bestaunen können.
Und auch der Fischerschelch, da gleich in der Nähe von der Margusbrücken, der kommt an dem Fest nicht schmucklos vorbei. Die Attraktion von der Sandkerber ist natürlich auch das Fischerstechen. Und da sehen wir sie, wie sie über die Margusbrücken Einzug halten. Bevor die natürlich mit dem Stechen angefangen haben, da war die Bamberger Stadtkapellen auch schon auf ihrem eigenen Regnitzfloß versammelt und hat dann praktisch an jeden siegenden Stecher dann ein kleines Ständler spielen können. Die teilnehmenden Mannschaften, die entstammten meistens aus Fischerzünften von Orten mainabwärts. An dem zum Trocknen aufgehängten Netz können wir eigentlich schön erkennen, dass manche da noch ihrem Erwerb als Fischer nachgegangen sind. Heute braucht man das ja nicht mehr, heute hat man ja andere Netze. Da haben wir einen schönen Blick auf den Kranen. Ganz links sieht man noch ein bisschen davon das alte Bamberger Schlachthaus und das imposante Gebäude dahinter, das ehemalige Hochzeitshaus. Man kann es an dem Bild da schön erkennen. Die Sandkerber ist also immer ein Besuchermagnet und alles macht sich auf, um daran teilnehmen zu können. Mit dem Bildle, da geht mein Beitrag über die Sandkerber in den 70er Jahren wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben uns einmal ein wenig zurückerinnern können, wie schön das damals war und können eigentlich bloß hoffen, dass die jetzigen Macher irgendwie wieder ein Konzept finden, dass unser Sandkerber auf jeden Fall 2018 wieder stattfindet. Also, tschüss und ade.